Ich speichere einfach mal. Und ich habe das Gefühl, hier geht es wahrscheinlich nicht weiter. Ach du... Da will ich nicht hin. Gut, ich bin froh, dass es hier nicht weitergeht. Ich will da gar nicht lang. So, wo müssen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen auf diesen komischen Küstenvorsprung und dann da irgendwie... Naja, es war ein Versuch hier oben. Vielleicht wieder eine Abkürzung zu finden, aber ich sollte das mal lieber lassen. Das ging letztes Mal schon nicht so gut. Ja, Gefährt lasse ich stehen oder was? Ich komme da ja erstmal nicht hin. So, das Gute ist, man kann deutlich sehen, bei der Zensiert-Version sozusagen, bei der Cut-Version, kann man deutlich sehen, welches von den Viechern noch lebt und welches nicht. Das lebt zum Beispiel noch. Und jetzt gleich nicht mehr. Zack, ist es weg. So, eins ist da noch. Mal gucken, ob wir da rankommen. Okay, hier komme ich auf jeden Fall nicht durch. Hier komme ich durch, aber ich sehe das Viech nicht mehr. Hier komme ich nicht durch. Na super. Hier komme ich doch bestimmt durch. Ob ich das will, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt, aber... Hallo? Switch off your PC at the end of each day. If everyone in this office switched off at night, you would save enough energy to microwave 25 meals. Hier in diesem Office? In welchem Office denn? Ich sehe ja gar kein Office. So, bevor wir da weitergehen, gucke ich mal ganz kurz hier. Einfach nur aus Prinzip, damit wir immer lang gelaufen sind. Ich dachte eigentlich, wir müssen am Küstenstrich lang, aber... Ich habe jetzt ein sehr ungutes Gefühl. Hier müssen wir auf jeden Fall nicht lang. Und wenn wir jetzt da reingehen, da geht es gleich über die... Ne. Ne. Es leuchtet da hinten. Wir müssen doch... Jetzt müssen... Nein. Alter, hör auf. Wehe. Da geht doch bestimmt ein Weg rüber. Das kann nicht, sein, dass wir jetzt darüber kraxeln müssen. Seid ihr bescheuert? Ach, Sergeant Rumpel, er schneidet gerade Videos. Ich, ja, immerhin führt er den Weg rüber, das ist schon mal ganz gut, aber... Hallo? Ich speichere hier mal lieber. Wir müssen jetzt zu Fuß auf die andere Seite. Gut, dass wir das Gefährt nicht darüber bringen müssen. Ne. Was? Muss ich darüber? Alter, ich habe Höhenangst. Okay, warte. Wie komme ich? Ah, das ist eine Leiter. Das ist Wahnsinn. Das ist spart. Alter! If she screams, you know it's good, but if she cries, you have the fuck. Was? Was ist das? Fuck you, Train, I hate you. Was? Hast du einen Zug? Day 16. Man, this place is loud. Fucking trains, hate them. Anyway, it seems a good hideaway. Day 17, can't sleep, goddamn trains.
Day 18. Found some weapons and ammo. Good, very good. Time for barnacle hunting. Day 19. Got the runs. Damn, was darn barnacle flash. Achso, Durchfall. Day 20. Fuck you, train. I hate you. Day 21. Heading towards City 17. Und wir finden abermals Raketen. Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Was? Alter, ich will hier nicht rüber. Zumindest greift hier niemand an, aber das Blut, das heißt, es wird sich gleich relativieren. Und wieso finden wir da Raketen? Noch mehr Raketen? Na, Glückwunsch. Und jetzt wieder da hoch oder jetzt hier hoch? Offenbar hier hoch. Boah. Da ist Gesundheit, haben wir aber voll. Da geht's nicht weiter. Ich glaube, das war der Herr, der nach City 17 gelaufen ist. Oh! Und hier sind so viele Raketen, dass wir doch schon... Scheiße, wieso habe ich da kein Fadenkreuz? Das war eine Möwe. Wieso habe ich mit dem Ding kein Fadenkreuz? Das ist ja blöd. Gerade mit der Armbrust. Der ist doch ätzend. Komm, ich lasse ihn mal weiter vorkommen. Wir haben nur noch einen einzigen Pfeil. Das ist ja ein bisschen blöd. Außerdem muss ich gerade pinkeln, aber ich verrate das nicht, dass ich im Let's Play pinkeln muss. So. Ich glaube, ich mache mal lieber den da. Hier geht's noch weiter nach oben. Da will ich gar nicht hin, ehrlich gesagt. Ach du Scheiße. Huch. Tja, da springe ich bestimmt rüber. Das ist die beste Idee. Oder geht's hier irgendwo noch weiter nach oben? Hier offenbar nicht so. Wieso führt denn überhaupt eine Leiter nach oben? Was? Okay, da unten können wir ja wieder. Kann man eigentlich? Nee, ne? Nee. Okay. Müssen wir dann hier irgendwie nach oben oder was? Warte mal. Huah. Ihr wisst doch schon, was ich vorhabe. Na los, na los, na los, na los, na los. Komm schon, komm schon, komm schon. Der ist aber echt ein bisschen schwerfällig. Hier, die Beine mal ein bisschen nach vorne. Na! Also komm, so viel Zeit muss sein. So. Ich speichere das gerade mal, bevor ich jetzt hier selber runtersegle. Beine hinterher. Naja, war jetzt nicht so spektakulär. Soll ich da drauf springen auf das Ding oder was? Es sieht beinahe so aus, als müsste ich da drauf springen. Ach ja, da haben wir unseren Freund. Na komm, einen noch. Sicher ist sicher, weil ganz ehrlich, ich möchte da nicht gleich als Frühstück enden.
So, ach du Scheiße, ey. Ach, ich hasse diese Höhensachen. Alter! Wieso können die Combines denn hier so easy rumlaufen einfach? Denen tun die gar nichts. Da springen die nicht auf den Kopf oder was? Speichern. Also ich hätte jetzt mit dem Helikopter gerechnet oder so. Was? Hey, this is joke. Was? Kein Helikopter hier? Wieso waren da so viele Raketen? Was? Suchi? Nee, was? Keine Ahnung. Sudi? Santa Trans. She's waiting for her next employee of the year. Ah, yes, of course she has. Yes, yes. Hab ich gerade Schritte gehört? Da ist eine Möwe. Ich höre was. In Sachen Feindkontakt. Wer wartet denn hier auf Feindkontakt, ey? Ganz ehrlich mal. Bestätige Kontakt. Ziel festgelegt als Patrouille. Heiß, heiß, heiß. Hallo, Freunde! Boom! Ach, der lebt noch. Der war wohl ein bisschen besser gepanzert als seine Kollegen. Zum Glück liegt hier überall Muni rum und Health-Pakete. Ach, das ist schon schön. Und ja, wir spielen immer noch auf normal, nicht auf leicht. Nur mal so zur Anmerkung. Ich spiele nur... Naja, so gut spiele ich jetzt auch nicht. Vorsichtig, wollte ich sagen. Leiter Öch. Hua! Hua! Was? Ach, Alter. Scheiße. Das hat ja nicht so gut geklappt. Scheiße, wo habe ich gespeichert? Nein, ich will nicht den ganzen Weg über die Brücke nochmal machen. Ach, hier. Pass mal auf, ich mach mal folgendes. So, damit ich die jetzt auch mal auf Shortcut habe, gerade die Granaten, die benutze ich nämlich sonst gar nicht. Der lebt ja noch. Sektor überrannt? Was? Ich probiere mal einfach ein paar Headshots zu landen. Hallo, Freunde mal wieder. Oh. Nein. Wem winkt denn da? Hat der Freunde auf dem Turm? Von den Typen auf dem anderen Turm müssen wir ja auch noch dingfest machen. War's das hier erstmal?
dachte, da schießt jemand. Alter, das schrappt hier einfach nur rüber. Also ganz ehrlich, jetzt mal abgesehen von den Schießereien, sind diese Brückenfolgen einfach nichts für mich, weil ich immer das Gefühl habe, ich segel da gleich runter, ich muss immer balancieren, immer vorsichtig sein. Eigentlich ist es ja scheißkack egal, weil es ist eigentlich nur ein Spiel. Schlimmstenfalls lädst du halt mal wieder, aber man steigert sich dann doch irgendwie so ein bisschen rein. Man hat immer das Gefühl, man fällt gleich selber da runter. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ist mir erst im Nachhinein so aufgefallen. Aber alles in allem sind wir ja gut rübergekommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was uns da drüben jetzt erwarten wird, wenn wir die Combines weggeschossen haben und warum wir überhaupt hier sind und vor allen Dingen, wie kriegen wir das Gefährt hier rüber? Weil ohne Gefährt spiele ich nicht weiter. 1000 Folgen lang nur Gefährt. Auch in der nächsten hoffentlich wieder. Tschüss.